Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Far Cry 5. Nachdem wir sehr erfolgreich es nicht geschafft haben, uns mit dem Wingsuit auf ein dämliches Dach abzuseilen, habe ich beschlossen, einfach weiterzufahren, weil ich wollte mich dann ja schießen lassen auf dem Weg zu einer anderen Aufgabe. Nämlich den Bären zu retten. Ah, hier ist das Fangcenter. Boah, Leute, wie wär's denn mal? Oh mein Gott, habt ihr erschossen durch das Fahrzeug durch. Ich möchte mich jetzt hier mit sinnvollen Sachen beschäftigen. Also irgendwas, wo ich auch Erfolgsgefühle haben werde. Ach, obwohl die Lackierung für das Flugzeug war schon schön, aber ich flieg doch eh nie mit dem Flugzeug. Shit, der Alarm ist an. Ich hab den noch gesucht. Wo kommt die Unterstützung? Da ist sie. So viel zum Schwänzelutscherer. Du hast nicht so explosive Pfeile, da kommt irgendwas Brennendes auf uns zu. Durch den Reifen erschossen. Nachher machen wir aber auch ein Foto hier. Komm hoch. Boomer, geh weg. Ich habe aus Versehen meinen Knüppel fallen lassen. Ich glaube, die Explosion hat den einen oder anderen auch mitgenommen. Boah, wer hat denn Gefahr in Verzug hier reingenommen, ey? Das ist der Spruch von Meerjungfrau-Mann und Blaubarschbube. Armer Boomer, ich helfe dir. Wo ist der letzte? So. Was für eine unsaubere Geschichte. Ich glaube, ich habe jetzt ein Park-Outfit. Gut gemacht. Jetzt kann die Sekte im Fang-Zentrum keine Judges mehr ausbilden. Die Fowler-Brüder werden sich freuen, das Grundstück zurückzukriegen.
Könnte sich lohnen, mal rumzufragen, wohin dieser Bear Cheeseburger abgehauen ist. Angeblich ist er ein guter Sektenjäger. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es hier eine Todesarena. Du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Gleich. Erstmal knacke ich euren Safe. Guck mal, da ist eine Baseballquarte. Die nehme ich einfach mit. Wir haben Cheeseburger als Bärenjunge an einer Mülltonne hinter einem örtlichen Restaurant gefunden. Er war verwaist. Wilderer hatten seine Mutter abgeschossen und ihn zum Sterben zurückgelassen. Man brachte ihn ins Fangzentrum, wo er mit der Flasche aufgezogen und gesund gepflegt wurde. Auch wenn er einen strengen Ernährungsplan aus Bären und Fisch zu befolgen hat, haben wir ihn trotzdem gelegentlich seine Lieblingsspeise reingeschmuggelt, Cheeseburger. Wegen seiner emotionalen Bindung an die Menschen konnte er nicht wieder ausgewildert werden. Stattdessen wurde er zu einem der beliebtesten Bewohner des Zentrums. Schöner Hund, kein Bär, aber besser als nichts. Ich bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chance Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Cool. Ein paar Lachse aus dem Teich mitnehmen. Ah, da. Ich will den Bären. Er heißt Cheeseburger. Ich habe ihm letztens auch Burger gemacht, in meiner neuen Bratpfanne. Das war lecker, ey. Das könnte ich mir jeden Tag reinpfeifen, wie ich da nicht einfach super fett werden würde innerhalb von wenigen Wochen. So wie ja manch anderer YouTuber, der nicht auf seine Ernährung achtet. Wirklich, wenn du manche Videos von anderen YouTubern guckst, kannst du wirklich den Fettgehalt des Körpers wirklich am Aussehen messen über die Jahre. Oh, guter Schuss von mir. Da haben teilweise Leute wirklich 100 Kilo zugenommen, weil die nicht mehr rauskommen. Hätten die sich mal einen Hund geholt und würden mit dem jeden Tag spazieren gehen. Das hilft ein bisschen. Hey, guck mal, dieses wundervolle Lager, wo man, glaube ich, aufs Dach von der Halle muss. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich es nochmal versuchen. Jetzt ist ja hell. Ich ramme jetzt einfach auf den Boden der Lagerhalle. Ich will doch nur auf dem scheiß Dach landen. Das kann doch nicht so eine schwere Geschichte sein. Die Landebahn haben die Pegis ganz zu Beginn dicht gemacht. Damit niemand mehr rein oder rauskommt. Nähere mich dem Ziel. Was jetzt? Geht doch Schwänze lutschen, Idioten!
Du verscheust mir die Fische. Und ich glaube, die Rakete ist im Wald gelandet. Was ist dein Problem? Warum ist sie denn jetzt da runtergefallen? Ich glaube, sie wurde von dem schrecklichen Seelachs gefressen. Dein Köter ist schön groß. Die kleinen Klepper kann ich nicht ab. Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie mit uns spielen wollen. Was ist denn jetzt da im Hintergrund los? Atomexplosion? Ey Leute, ihr macht mich fertig jetzt gerade, ne? Wir müssen erst unseren Hund holen. Was? Die Scheune brennt? Schon gut, wir kommen. Aber warum müsst ihr die ganze Zeit irgendwas angreifen? Lauf doch genauso friedlich wie ich durch die Welt. Boomer, nicht ins Feuer laufen. Yeah, Alter. Der ist ja so schlimm, als wenn Feuer Wasser wäre. Jetzt lasst uns endlich weitergehen. Ich will jetzt nicht meine ganze Munition an die dämlichen hier random irgendwo in der Welt gespawnten Gegnern verschwenden. Wo ist dein Vater jetzt, ha? Da wo er immer ist? Zu Hause? Oh, lauter tote Wölfe. Brian, bist du da? Wie laufen deine Experimente? Schon erfolgt? Ich habe die Ergebnisse bis zum... Du entkommst mir nicht! Also, du musst dich echt mal beeilen. Ich meine, es sollte doch ganz klar sein. Die Formel wirkt bei Wölfen. Wie schwer... Scheiß! Psycho! Hält dich auf jeden Fall, mir sitzt Jacob im Nacken. Er will den neuesten Stand wissen. Das war nicht der Bär, den wir suchen. Das war nur irgendein Bär. Mhm. Ist okay, wenn du meinen Kram behältst. Ich gehe auf Patrouille. Oh, geht mir nicht alle auf den Piss hier. Ich will doch nur einen Bären haben als Gefährt. Das kann doch jeder verstehen. Sauber anvisiert.
Ja, so jagt man Pumas. Und weiter, meine Freunde. Ach, da kommt Gefangenentransport. Natürlich eine Sekunde später. Da ist ein Jäger. Der war gerade ein Elch am Ausnehmen. Ich sehe dich gleich da drüben. Jetzt gehörst du mir. Finde Cheeseburger und dann. Ich rücke vor. Wo ist dein Vater jetzt? Ha? Rauchgranate. Zeitverschwendung. Hallo? Oh, Platten. Mehr Musik für unseren Freund. Ich höre, glaube ich, was. Sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Kuckuck. Ja, braver Bär. Du hast den Lachs aber schnell gegessen. Hinter die Sekte daran, Cheeseburger zu fangen. Und sind wir jetzt Freunde? Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern, weil er Diabetes hat. Ach, sehr schön. Der Diabetes-Bär ist auf unserer Seite. Als Vierbeiner auf Abruf verfügbar. Wird von seinem Recht anzugreifen Gebrauch machen. Ein Bären aufbinden, zieht die Aufmerksamkeit im Kampf auf sich. Komisch. Wie du meinst, ich hab zu tun. So, und jetzt bitte noch als weiteres Mitglied ein Drachen. Als Special.
Keine Angst, Tierchen. Ach, das ist die Leiche von dem. Ich dachte, da hat sich ein Tier im hohen Gras versteckt. Ich glaube, gegen Cheeseburger hast du keine Chance, mein Freund. Klitsch Nixon. 21. August 1973. Besessen vom Geist des amerikanischen Einfallsreichtums, rasierte sich Klitsch Nixon, der größte Stuntman in der Milchstraßengalaxie, sein gesamtes Körperhaar ab. Und er schuf daraus den Prototyp eines Wingsuits, um die vor Herzen verkrampfende Spannung des menschlichen Flugs zu erleben. Moment, er hat aus seinem Körperhaar ein Wingsuit gebaut. Na, hoffentlich ist das nicht so schwierig hier. Das ist unglaublich. Jetzt kommt ein tödliches Labyrinth. In wenigen Augenblicken wird es sehr eng. Hoffen wir das Beste. Ja, ich sehe schon. Fast geschafft. Jetzt war der letzte Abschnitt. Vorbei. Jetzt wieder aufatmen. Geschafft. Ich glaube, ich bin in der Wand zertrümmert. Wie ein flacher Stein übers Wasser geflogen. Pock, pock, pock. Immer noch besser als mit einem Quad irgendwo runterzufahren. Kuckuck, Versorgungsfahrzeug der Sekte. Ich bin ein raketenschießender Busch. Oh. So, was wäre denn das nächste Ziel? Also wir sind bei Fort Drupman recht nah dran. Ach so, da waren wir doch schon mal. Wir haben doch schon mal mit dem Sohn zusammengearbeitet. Hab ich verpasst, mit dem Senior zu reden, um den Typen zu bekommen? Alpha hier schaut. Na, werden wir nächstes Mal mit dem Sohn noch mal reden, beziehungsweise mit dem Senior. Und dann wird wahrscheinlich sich uns der Typ anschließen schon. Und dann sind wir schon so gut wie, sag ich mal, von dem Aufmischen des Gebietes fast in der Endmission. Und dann müssen wir noch den Seed zerstören. Also den Hauptanführer. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüle, euer Imperator.